Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß auch nicht, ich bin neuerdings immer so aufgeregt, weil ich irgendwie so ein bisschen ja raus bin aus dem Videomache-Game und ich irgendwie aber in letzter Zeit so oft dachte, ich will jetzt aber ein Video machen. Und dann dachte ich, mache ich doch das, was irgendwie jeder macht und worauf ich irgendwie auch schon voll lange Bock hatte, nämlich Storytime-Videos, in denen man sich einfach hinsetzt und irgendeine Geschichte erzählt, die einem mal passiert ist. Ich habe mir schon vor Ewigkeiten mal so eine Liste gemacht mit Stories, wo ich mal ein Video draus machen wollte. Es klingt jetzt so, als wären das so mega die fancy Sachen, aber irgendwie... Es trug sich nämlich Folgendes zu. Es ist schon eine Weile her, es war letztes Jahr auf einem Festival. Ich glaube, es war das Hurricane Festival. Ich bin mir relativ sicher, es war das Hurricane Festival. Ich war ja letztes Jahr auf einigen Festivals und ja, manchmal komme ich da so ein bisschen durcheinander. Welches Festival war es jetzt? Falls irgendjemand Bock hat, sich meine Highlights dazu anzugucken bei Instagram, habe ich von allen Festivals, auf denen ich war, meine Highlights noch abgespeichert. Also checkt das aus, falls ihr Lust habt. Jedenfalls war es letztes Jahr auf dem Hurricane Festival und es war ja Hurricane-typisch mega bekacktes Wetter. Unsere Arbeits-T-Shirts waren weiß. Ich wollte gerade das zeigen, weil ich habe aus meinen ganzen Arbeits-Shirts habe ich Kissenhöhlen gemacht, aber ich habe gerade gewaschen mit dem Schrank und ich hätte mich besser vorbereiten können und das rausholen können, aber wenn man so eine Tresenschicht arbeitet, fällt ja auch Leergut an, logisch. Und wir hatten aber keinen Platz, wo wir unser Leergut lagern konnten, weil hinter der Bar, da war halt einfach nichts. Da war halt quasi Gelände, Ende im Gelände quasi offiziell. Ich kann nicht reden heute, war es fängt das schwer. Jedenfalls musste ich, wenn ich mein Leergut aus dem Tresen rausbringen wollte, musste ich immer aus meinem Tresen raus, rumgehen, so ein Stück Bauzaun aufmachen. Da war so ein gezäuntes Dreieckchen, wo ich mein ganzes Leergut hinstellen konnte. Habe ich also gemacht. Und dann, jetzt komme ich zum Punkt, nachdem ich schon immer 2 Minuten spreche. Für einen Laien, sage ich mal, oder jemand, der halt kein Bier zapft oder das noch nie gemacht hat, ist halt einfach auf den ersten Blick nicht ersichtlich, ob ein Bierfass voll oder leer ist von außen. Siehst du ja nicht. Ist ja Metall, woher willst du nicht wissen, wenn du auf den ersten Blick darauf kickst. Jedenfalls habe ich 2 Fässer genommen. Die waren leer, hat man von außen nicht gesehen und ich habe die halt so ein bisschen meine Arme so gemacht, mich zu tragen, damit die mir halt nicht so gegen die Beine klatschen, weil ich früher öfter so blaue Flecken dann davon hatte. Jedenfalls laufe ich aus meinem Tresen raus mit diesen 2 leeren Bierfässern und scheinbar müssen die Leute, die da rumstanden, gedacht haben, die sind voll. Und da war so ein Typ, dem ist alles aus mir sich gefallen. Wirklich, der guckte mich an, guckte mir hinterher und dann brüllte er so, Maschine! Maschine! Und ich so Brust raus und habe so getan, als würde ich mit einer Leichtigkeit volle Bierfässer irgendwo hinbringen. Und das fand ich total witzig. Ja, das war es jetzt auch eigentlich schon. Das waren halt leere Bierfässer. So ein leeres Bierfass wiegt ungefähr 12 Kilo. Ein volles 65. 2 volle schaffe ich nicht. Ganz knapp. Aber das war ein sehr cooler Moment. Da habe ich mich sehr krass und stark gefühlt. Also ich bin natürlich auch so krass und stark, aber es war schon cool, dann irgendwie zu wissen, oh, der Typ denkt, ich trage gerade 2 volle Bierfässer. Ja, ich dachte, für meinen ersten Versuch eines Storytime-Videos versuche ich einfach mal kurz hier so eine Geschichte zu erzählen, die mir passiert ist, die ich cool fand. Story auch schon wieder vorbei. Aber ich finde, so ein Storytime-Video ist auch eine gute Gelegenheit, um euch zum Interagieren anzuregen, weil, wie ich es ja in vielen Videos schon gesagt habe, finde ich es immer super, wenn ihr Kommentare schreibt und vielleicht könnt ihr auch einfach mal ein paar lustige Festival-Geschichten in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich mal Bock habe, ein Video zu drehen oder wenn irgendwas passiert, beziehungsweise habe ich ja eine kleine Liste mit Stories, die ich super gerne noch erzählen würde, werde ich das auf jeden Fall jetzt öfter machen. Ob ihr wollt oder nicht, könnt ihr sowieso nicht stehen tun. Und dann, ja, wie ich es auch schon 1000 Mal gesagt habe, mir fehlt das Video machen. Ich möchte es gerne wieder öfter machen und ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder hin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, wie immer, lasst mir doch ein Abo da und einen Kommentar oder folgt mir auf Instagram oder esst ein Stück Kuchen. Auf Wiedersehen.